Das ist weird, dass der da wohnt. Uns fehlen halt Frauen so ein bisschen gerade. Hier wohnt halt immer noch niemand drin. Die Frage ist aber auch... Okay, lass mich mal gucken. Der am am Frischstandort wohnt noch niemand sonst. Beim Jagdgrund wohnt der Koch. Wer arbeitet denn am Jagdgrund? Das ist die andere Frage gerade. Das andere hat auch noch kein Haus, keinen Namen. Das macht das so ein bisschen schwierig. Das ist am Jagdgrund 2. Dann machen wir das da, die Jagdhütte. Machen wir mal eben zum... Jagdgrund 4, glaube ich, haben wir auch noch nicht, oder? Am Jagdgrund 2, am Jagdgrund 4, ich glaube, am Jagdgrund 3 haben wir noch nicht. Das würde dann eher hier so hinkommen noch. Wobei 4 wäre halt Überlegung. Nenne ich das am Jagdgrund 2 oder 1 sogar. Weil wir bauen hier, glaube ich, kein Haus mehr rein an das Ziegengatter. Ich glaube, das könnten wir dann eher... am Ziegengatter 1 ist eher am Jagdgrund 1 wäre das dann eher. Und dann wäre hier potenziell am Jagdgrund 2. Dann wäre das hier am Jagdgrund... am Jagdgrund 3, dann wäre das hier am Jagdgrund, das wäre eigentlich auch am Jagdgrund 3, das ist eigentlich das gleiche Grundstück. Wäre trotzdem eine 5. So, und jetzt müssen wir gucken, weil jetzt wohnt am Jagdgrund, wer arbeitet da drinnen, ist die andere Frage. Jagdgrund 5. Da arbeiten Frieda und Biester. Okay, da arbeiten Frieda und Biester. Und Frieda hat noch keine Family. Und Biester hat auch noch keine Family. Warum sind die kein Pärchen? Ach, die wohnt auch im einfachen Haus am Jagdgrund. Und Biester auch. Am Jagdgrund 1? Hä? Warum leben die denn da drüben? Hä? Warum wohnen die denn in dem Haus da drüben? Und wer wohnt denn dann in diesem Haus hier? Wo ist es denn? Warum wohnt hier der Koch? Okay, Bolimir, mein Lieber, du ziehst um. Aber wo arbeitet Bolimir? In welcher Küche? Der arbeitet in Küche 1. Küche 1 drüben. Das ist, glaube ich, noch die dort drüben. Das müsste Küche 1 sein. Die hat noch keine Hausnummer. Ja. Okay, das heißt, Bolimir zieht um in das Haus am Frischstrand 2 und zieht dann einfach mit einer Fischerin oder so zusammen. Und dann zieht Biester, der am Jagdgrund 5 arbeitet, zieht ins Haus am Jagdgrund, nicht beim Jagdgrund, ne? Ja, das muss ich nochmal umbenennen. Okay. Und Frieda, die am Jagdgrund arbeitet, zieht dann auch einmal um ins einfache beim Jagdgrund 3. Das muss auch ganz kurz umbenannt werden. Das ist jetzt leer, perfekt. Das muss kurz umbenannt werden in am Jagdgrund. Oh, okay. Und
Und den Holzfäller, du, schicke ich jetzt in das Haus einfach. Roch, weil dann bist du in der Nähe von deinen Jagddingern. Und je nachdem, wen du dann heiratest, ziehst du entweder noch in das Haus oder bleibst in dem, in dem du gerade bist. Okay. Dann hat doch jetzt alles geklappt. Dann ist doch jetzt alles wundervoll. Eigentlich. Läuft doch. Ist auch nur ganz wenig Chaos. Läuft doch. Alter, ey. Pia braucht ein Einwohnermeldeamt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dann sind die Holzstämme schon wieder ausgegangen. Das hätte ich auch nicht erwartet, dass das so schnell passiert. So. Wenn es zu viel Aufwand ist, bin ich mal 20 Bewohner, dann braucht sich niemand mehr über die Wartezeiten in Berlin beschweren. Gut. Aber, also, die ziehen ja jetzt auch nicht so oft um. Da ist es ja nur ein bisschen komplizierter, bis man einmal alles quasi, einmal alles eingerichtet hat. Dann ist ja alles fein, so. Ich bin ja gespannt, ob mein Dude das schafft mit den Feldern. Ob er das schafft, den ganzen Kohl neu zu pflanzen. Das muss nämlich alles noch geerntet werden. Ach, der ist schon weg. Ja, ich bin gespannt. Habe ich da was übersehen? Ach, geil. Stärketrank. Trank des schnellen Heiles. Ausnüchterungstrank. Können wir ein paar Sachen verkaufen gleich. Ah, eine Sache müssen wir noch machen. Ja, der Jagdhütte fehlen wieder Sachen. Das ist natürlich super. Die Schweine machen einfach 100% Dung. Das ist der Aufwand von den Schweinen. Mehr Aufgaben haben sie nicht. Wir bräuchten eigentlich potenziell eine zweite Schmiede. Aber ich weigere mich, eine zweite Schmiede einzubauen. Wie lange brauchten das, bis wir da noch eine bessere... Ich habe Schmiede 2 schon, ne? Schmiede 3 wäre halt der Kink. Aber... Das wird halt noch brauchen. Das wird noch brauchen. Deine einzige Aufgabe ist Scheiße bauen. Klingt nach einem Job für mich. Nun, oink oink. Wir bräuchten halt jetzt Frauen noch mehr. Weil ich habe nicht mehr so viele leere Häuser gerade. Und wir bräuchten jetzt
Frauen, die die Häuser noch auffüllen. Breaking News, mehr Steinmesser. As always. Sind halt nur Typen schon wieder. Es sind halt nur Dudes. Es ist richtig scheiße, es sind nur Dudes. Hi, mit dem kann ich reden. So, ich muss da irgendwas... Ach, da drüben muss ich das dann machen, okay, ja. Aber erst gehen wir nach Borovo und hoffen, dass dort vielleicht eine Frau ist. Mal gucken, vielleicht finden wir dort eine Frau. Hm. Echt komisch, bei mir sind nur noch Frauen, die ich anheuern kann. Ja, das Spiel bremst mich gerade so ein bisschen aus, was diese Sachen angeht. Ich finde das auch nicht fair. Dass sie das gerade machen. Aber Gänse könnten wir jetzt schon haben. Theoretisch. Ich sag's ja nur. Wir könnten uns ein Gänsehaus bauen. Ja, ich weiß, dass wir zuerst Werkzeuge machen müssen. Wir müssen erst die Werkzeuge machen. Schon wieder scheiße. Ah, wo ist denn jetzt diese Mine, die in meiner Nähe war? Die war doch hier oben, oder? Hatten wir nicht irgendwo da oben diese Mine gehabt? Die in meiner Nähe ist? Vor allem ist da oben, glaube ich, die eine Mine, wo kein Bär dran ist. Ist das die hier wahrscheinlich? Hm. Hallo Faceless Aria. Ich gehe da jetzt hin. Und ich gehe da jetzt farmen. Und ich will nicht, dass sich irgendwer über irgendwas mehr beschwert. Ich gehe da jetzt hin und mach das. Weil ich fleißig bin. Aber ich soll den Weg laufen, weil ich habe keinen Bogen. Und wenn wir in Wölfe reinlaufen, habe ich ein Problem. Ich sehe mich gleich wieder 5 Subs verschenken. Hast du eine Spitzhacke? Nee, mache ich mir gleich. Dafür brauche ich ja nur einen Holzstamm und Steine. Erstmal muss ich da sowieso ein Lagerhaus hinbauen. Ich habe da gleich ein ganz anderes Problem erstmal. Ja, ich speichere die ganze Zeit dazwischen. Einfach Shift zweimal hintereinander drücken, Sion. Morgen wird auch ein cooler Stream werden. Morgen spielen wir DBD und For Honor. Mit Dalu und Holla und ich glaube Vex und Tinker. Das wird, glaube ich, auch cool werden. Da freue ich mich auch schon richtig drauf. Dankeschön, Ghost Toast, für die 5 Monate und einen wunderschönen hier weiterhin. Vielen, vielen lieben Dank.
Ja. Erstmal schauen, ob wir hier vielleicht eine gute Frau finden. Es ist schon wieder nur eine Frau hier, ne? Und die geht auch nicht. Der wär zumindest im Abbauen nicht schlecht. Haben wir was wir noch füllen könnten? Gewinnung, Jagd jammert schon wieder rum. Das ist der Klassiker. Was brauchen wir denn in der Scheune? Landwirtschaft, ne? Scheune war, glaube ich, immer Landwirtschaft. Dann könnte ich den mitnehmen für die zweite Scheune. Hello there. Dann könnte ich den für die zweite Scheune mitnehmen. Und der hat halt 3 Dreier-Stats. Das ist halt eigentlich auch gar nicht so scheiße. Steine sammeln, Grabungsstätte, Produktionssachen. Hello there. Der ist eigentlich auch richtig gut. Ich nehme den. Der hat 3 Dreier-Stats. Das ist gar nicht so schlecht. Und mehr Dudes kann ich jetzt eh nicht mitnehmen. Ach, guckt mal, ich kann den in die Schmiede sogar mit reinpacken. Das ist ja praktisch. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass ich 2 Schmiededudes mittlerweile haben kann. Dann kriegen wir jetzt vielleicht sogar das Problem mit den Messern ein bisschen besser in den Griff. Dann ist das ja mega entspannt. Ja, Shuyoka weiß, was die Leute mit der Zeit besser im Beruf werden. Shuyoka weiß aber auch, dass es sich nicht rentiert, Leute zu nehmen, die nicht von Anfang an Stufe 3 sind. Alles gut, Markel. Wie lange spielen wir dieses Spiel mittlerweile? Puh. Weiß ich gar nicht. Werden schon so 20 Stunden sein mittlerweile. Aber ich habe auch die Standard-Tage hochgestellt. Also bei mir braucht alles ein bisschen länger, weil ich 10 Tage statt 3 Tage spiele. Das heißt, wir schaffen pro Jahr mehr, aber die Jahre vergehen langsamer. Dankeschön, Mr. Sanchez, für die 18 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Dankeschön. Über 40 Stunden. Echt? Oh. Ich dachte nicht, dass wir schon über 40 Stunden spielen. Ups. Das habe ich nicht erwartet. So. Und irgendwo hier haben wir jetzt gleich einen. Eine Höhle. Ist die hier? Alter, geil. Da liegt ja sogar schon eine Spitzhacke für uns. Als hätte die nur auf uns gewartet. So. Und ihr meintet, ich baue jetzt hier im Optimalfall ein Lagerhaus hin, right? Ich habe das Kleine ausgewählt, oder?
Ich glaube, ich habe das Kleine ausgewählt. Ein bisschen Progress jetzt. Das ist schön. Meine Tiere haben nichts zum Fressen. Das gefällt mir nicht. Wahrscheinlich die Schweine. Die fressen jetzt offensichtlich ein bisschen mehr als die Hühner. Wer hätte das gedacht? Wir müssen gleich nochmal Tierfutter mitnehmen auf dem Weg. Upsi. Der ist schon... Hallo Taso. Meine Bronze-Axt stirbt gerade auch schon 1000 Tode, ey. Baum sterben. AKA als aller Joka. Ja, ich muss ja ein Gebäude bauen. Hallo Ortego. Ja, absolut, da war ein Borkenkäfer dran. Ich hab nur... den Wald beschützt. Absolut, Chat. Da habt ihr recht. Da waren schon Borkenkäfer dran. Ich habe nur geholfen. Gute Nacht, Tina. Okay, also Stroh werde ich hier nicht sammeln gehen. Stroh werde ich definitiv von zu Hause holen. Ich habe nicht 1200 Stroh gesammelt, damit ich das jetzt quasi neu sammeln gehe. Das werden wir nicht machen. Oh! Ich bin gleich wieder da. Mein Food ist da. Jawohl, mein
Mein Food ist da. Ich freue mich. Mein Food ist da. Mein Food ist da. Dum, 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 dum. Geil, geil, geil. Foodie, foodie, foodie. Foodie, 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 foodie. Foodie, 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 foodie. Dann laufen wir einmal automatisiert zu dem Dorf und schauen, ob da eine Frau ist. Dann laufen wir automatisiert nach Hause, füttern die Schweine, holen Stroh, laufen zurück. Einen guten Pia, danke schön. Danke, danke, danke schön. Ich muss nämlich gleich ein bisschen automatisiert laufen, damit ich nebenbei essen kann. Ich habe nämlich richtig Kohldampf, ich habe noch nichts gegessen heute. Hallo, Frau. Nur Kerle. Nur Pimmel. Ah, ich brauche keinen Pimmel. Ich brauche halt eine Frau. Und Loop Moria kann ich, glaube ich, nicht klauen. So, dann laufen wir mal darüber. Dort verkaufen sie auf jeden Fall Tierfutter. Das brauchen wir. Wie stehst du zu Suppen? Im echten Leben oder in dem Spiel? Real life, ich liebe Suppen. Lucinda. Ist das ein Wolf? Nee. Das ist ein Luchs. War schon nervös. Solange wir auf dem Weg bleiben, passiert uns nicht. Ich habe mir Halloumi-Burger bestellt. Doppelt Shift drücken. Mo. Frauen. Jawohl. Die ist perfekt. Die da. Gott, ich fühle mich so weird, weil ich mit der Hacke auf sie zugehe. Friend. Die ist perfekt. Die ist perfekt. Das wird unsere Ziegenfrau. Das wird unsere Ziegenfrau. Das ist perfekt. You. My wares never disappoint. Das glaube ich dir sogar. Aber in erster Linie brauche ich gerade einfach nur, boah, das ist so teuer. Wir machen das jetzt einfach mal. Und dann verkaufen wir hier den da und den da und den da und den da. Dann haben wir wieder zumindest ein bisschen Geld gemacht. Goodbye. Und dann... So. Dann müssen wir nach Hause laufen und währenddessen essen.
Ich weiß, dass ich auch Dung hatte, aber wir brauchen gerade keinen mehr. Mein Burger zerfällt gerade. Hör auf zu zerfallen. Ich verstehe nicht, warum der gerade so zerfällt. Der soll aufhören damit. Ich habe noch nie einen Burger gegessen, ohne mich einzusauen. Fühl ich. Fühl ich sehr. Ich habe Ketchup auf der Nase. Beschreibt's das? Ich habe keine Pfeife im Wagen. Ich muss es nur irgendwie in die Siedlung schaffen. Hallo P2P-Probe. Schaltest du nicht manchmal Werbung? Habe ich noch nie gemacht. Ich hab's gleich. Ich hab gleich den ganzen Burger verschlungen, bevor ich in der Siedlung bin. Dann können wir wieder spielen. Hallo, Kane. Also irgendwie hat das, was von meinem Burger übrig ist, nur noch ein Stückchen Brot. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ich muss ganz kurz meine Fettfinger waschen gehen.
Dankeschön, Deutschland, für die 100 Bits. Und Simpi für die 100 Bits. Okay. Ich bin satt. Es ist großartig. Ich bin jetzt erstmal satt. Jetzt können wir weitermachen. So, Holzstämme. Okay, das sind ein bisschen zu viele. Dankeschön, Sturmy, für den Prime. Ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen lieben Dank. Danke, danke, danke schön. Danke, danke. Ups, hier. So, haben wir das. Dankeschön. Puh. Alter, ich habe so viel gefressen gerade. Ach du Scheiße. Ach, das klingt schön, Jess Bob. Dankeschön, Emilino, für die 400 Bits. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ich habe gleich noch, ich habe noch Kartoffelecken. Auf die ich mich gleich noch richtig freue. Und, genau, was haben wir noch? Ich habe noch Kartoffelecken, auf die ich mich richtig, richtig freue. Und, Mozzarella-Sticks. Aber erstmal ganz kurz den Bauch chillen. So, Werkzeug. Wir müssen das mit dem Werkzeug machen. Ich habe gar keine Lust, aber wir müssen. Erst Werkzeug machen, dann alles andere. Aber erst Werkzeug. Es gibt jetzt einfach kein Drumherum mehr. Erst Werkzeug, dann Gänse. In der Reihenfolge und nicht anders. Ach krass, hier ist eine Eisenschaufel. Digga, what? Und 150 Münzen mal eben nebenbei. Jut. Holy shit, was? Gut. Cool. Geld. Das ist aber schön. Geld freut mich immer. Würdest du das Spiel auch hoffentlich nächstes Jahr im Korb spielen? Und wenn ja, wer würde dir als potenzieller Korbpartner in den Sinn kommen? Ja, ich würde halt, würd sowas halt ultra gerne mit Kalle spielen. Einfach um die Kartoffelfarm reviven zu lassen. Aber ich glaube nicht, dass Kalle das mit mir spielt. Weil ich glaube, dass er das viel zu langweilig findet, um das zu spielen. Aber ich würde es mit Kalle mega witzig finden. Aber vielleicht spielt er mit mir Western Dynasty Dings. Ich habe das Stroh dabei, glaube ich. Ja. Max hat das auch schon mal gespielt, ja. Ich habe mit Kalle privat schon mal Crusader Kings 3 gespielt. Der Süßi hat sich wirklich, also wirklich, wirklich bemüht, das mit mir zu spielen. Aber es ist einfach nicht so ganz seins. Also wir haben dem Ganzen mehrere Anläufe gegeben. Und das ist einfach nicht so ganz seins. Das ist allgemein so ein bisschen schwierig, weil also wir zocken halt super gerne zusammen. Aber es ist halt richtig schwer, was zu finden,
worauf wir beide Bock haben, weil wir halt einfach so unterschiedliche Genres feiern. Kartoffelfarm-Fragezeichen, naja, von Rust halt. Wird der Horrordienstag mal wieder kommen? Habe ich gefeiert? Ja. Ich habe Kalle schon genervt damit. Ja, Red Dead habe ich auch schon gespielt. Liebe ich sehr. Horrordienstag habe ich Kalle schon genervt. Ja, ja. Das sieht sehr gut aus. Für euch. Auch wieder in der alten, klassischen, guten Version, in der wir sitzen nebeneinander und spielen ein Horrorspiel und nicht online zusammen, weil das halt noch viel, viel cooler ist. Das ist in Planung, aber Kalle ist ja jetzt erstmal auf Tour. Also der ist ja jetzt eh erstmal eine Woche gone und danach gucken wir weiter. Aber ist auf jeden Fall, ich habe ihn schon genervt. Uhr, maybe. Und dann nochmal Harry, Eumelino, Simpi, Schnupstups und Daichan. Auf Tour. Jetzt darf ich es ja endlich erzählen, weil er ja schon Bescheid gesagt hat. Aber ihr solltet vielleicht bei seinem YouTube-Channel vorbeischauen. Da müsste er ja heute auch ein Ankündigungsvideo gepostet haben. Ein sehr, sehr cooles Ankündigungsvideo. Aber er ist mit Electric Callboy auf Tour. Mit seinem Song. Ziemlich insane. Oha, ich habe Karten für Hamburg. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Tja. Das ist gut gelaufen, würde ich sagen. Hallo Kaiser Milchzahn. Ich habe so viel Stroh, ey. Warum habe ich so viel Stroh geholt? Ich brauche gar nicht so viel Stroh. Hätte ich mal ein bisschen mehr Holzstämme geholt. Meine Bronzeaxt ist gleich gone. Gleich ist gut. Jetzt wäre die richtige Formulierung gewesen. Meine Bronzeaxt ist jetzt gone. Boah, dieses Spiel zieht sich so. Ich finde gerade, das macht es so schön. Also, dass es einfach so entspannt ist. Dass man einfach so vor sich hin dümpelt. Ich finde das mega schön. Und mega entspannt. Ich habe schon was von den anderen Dynasty-Dingern gehört, ja. Und ich werde mir die auch anschauen. Ja, ja, ja.
Ah, weiche Wald. Weiche. Ich holz einfach bald den ganzen Wald von der ganzen Karte ab. Glaubt ihr, der Dude ist mittlerweile fertig mit dem Kohl? Glaubt ihr, er hat's bald, oder? Und dann Klimawandel. Ey, das wäre so sad. Endlich tut mal jemand was gegen die vielen Bäume. Was haben die jede für uns getan? Eben. Sie produzieren nur Sauerstoff. Aber wer braucht schon Sauerstoff? Scheiß Bäume. Sauerstoff ist für die Schwachen. Schön. Machst du pünktlich um 20 Uhr Schluss? Ich frage für einen Freund. Schon. Mein Tag war heute schon sehr, sehr lang und mein Arbeitstag fängt morgen um 7.30 Uhr wieder an. Und ich müsste eigentlich noch eine YouTube-Aufnahme heute machen. Wobei ich da schon im Überlegen bin, ob ich die auf morgen lege, weil mein Kopf es heute nicht mehr mitmacht. Ich habe nämlich auch schon eine YouTube-Aufnahme gemacht, bevor ich mit dem Stream gestartet habe. Und hatte 2 Calls. Und ich bin mittlerweile ganz schwummrig in meinem Kopf. Also es macht super viel Spaß, aber ich merke auch, dass ich jetzt... Also ich bin jetzt langsam bedient, ich bin jetzt langsam müde. Wirklich, wirklich müde. So. Geil. Wir haben 36 Holzhacken und 37 Holzschaufeln. Vielleicht ist das Problem, dass wir mit den Ressourcen haben, eher einfach, dass wir zu viel von allem außer von Steinmessern machen. Oder weil ich jetzt einfach, ich habe ja jetzt 2 Schmiede. Aber ich glaube trotzdem, dass ich da einfach nochmal ein bisschen besser planen kann. Ach, das sind schon nur 10%. Und das sind schon 40%. Gut. Gut. Das brauchen wir jetzt alles nicht, wenn wir da reingehen. Wir brauchen jetzt nur eine Spitzhacke eigentlich. And that's it. Und jetzt wird gehackt. Jetzt wird einfach nur gehackt. Und noch mehr gehackt. Honestly, ich bin so froh. Ich habe keine Fackel mehr.
Ah. Ich bin so froh, dass ich dieses Lager hier gebaut habe. Das ist so lebensverändernd einfach, dass wir hier jetzt ein Lager haben. Das macht alles so viel leichter. Muss der Charakter von dir eigentlich jemals schlafen? Nö, ich muss nicht. Ich kann, aber ich muss nicht. So. Gott, ich habe das Gefühl, wir werden hier auch einfach nicht genug kriegen. Die Steinhacke wird aber schnell kaputt. Es ist ja auch eine Steinhacke. Genau deswegen sind wir ja auch hier. Und wir haben die nächste. Alter, jetzt trollen sie mich schon wieder mit dem besseren Werkzeug im Chat. Das ist ja nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Ja, aber die anderen Minen, da sind halt Bären. Nee, nee, das ist die Mine, wo kein Bär dran ist. Bei den ganzen anderen Minen sind Bären dran. Ich bin außerdem jetzt schon überladen, ne? Also ich glaube, ich werde einfach... Das respawnt wahrscheinlich mit jeder Jahreszeit, I guess. Nee, nicht Erdbeeren. Nee, nicht Erdbeeren. Erdbeeren wäre entspannt. Nee, nee, ich brauche die Steine. Das heißt, ich komme einfach jetzt zum Anfang von jeder Season einmal her und mache das leer. Und dann sollte das für den Anfang eigentlich reichen. Dankeschön, Hayes, für die 55 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Aber dunkel ist hier drin. Überlege mir auch das Spiel zu kaufen, aber es ist schon sehr grindy, oder? Ja. Es ist schon sehr grindy. Also man muss schon Spaß haben am Grinden, wenn man das Spiel spielt. Wie meinst du, ob man Tage überspringen kann? Ich glaube, wir haben nur noch eine Fackel. Das sollten wir nur nicht übersehen. Dann haben wir noch zwei. Ich bin mir gar nicht sicher mehr gerade. Okay, und Rückwärtsgang. Ja, schöner, entspannter
Hüldenspaziergang. Hallo Schnuffel. Schöner, entspannter Höhlenspaziergang, so wie man sich das vorstellt. Ich glaube, ich kann das Licht sehen, aber ich bin mir nicht sicher, weil draußen ist mittlerweile auch dunkel. Ja, das ist Dunkelheit, meine Freunde. Ich bin mir gerade auch gar nicht sicher, ob ich aus dem Weg raus bin. Ich glaube, wir müssen eher hier lang. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ach ja, das war richtig. Geil. Nur ein Game-Setschki. Oh, bitte erinnert mich nicht an The Forest. Das ist das allerletzte, was ich jetzt brauche. Halbtote Kannibalen. Nee, danke. Da kommt auch ein neuer Teil. Bei Forest habe ich gehört, ja. Das habe ich gehört. Das wird auch spannend. Also, Steinprobleme haben wir auf jeden Fall keine mehr danach. Steinprobleme haben wir auf jeden Fall keine mehr. Hier glitzert was. Wie ist das denn jetzt eigentlich mit diesen Metallmischungen? Also, muss ich da richtig die unterschiedlichen Wertdingsterbums da mischen dann? Oder wie genau funktioniert das? Weiß das jemand von euch? Das ist eine Frage in den Chat, die dürft ihr gerne beantworten. Kupfer und Zinn ist Bronze. Legierungen ist das Wort, das ich gesucht habe. Dankeschön, ja. Ich habe das Gefühl, dass das auch jetzt noch sehr grindy wird mit der Menge, die ich da zusammenfarmen muss. Kann das sein? Nein, okay. Gut. Puh, das war jetzt sehr kurz, sehr dunkel. Ach du Scheiße. Kann ich was essen? Damit das ein bisschen weniger wiegt. Okay, das hat nicht so wirklich geholfen. Wie viel bräuchte ich denn theoretisch gesehen für eine Mine? Ach, da fehlt ja noch ein bisschen was. Na moin. Nein, ich kann keine Steine wegwerfen. Also ich kann schon, aber ich will nicht. Nein, 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 nein. Ja, ich weiß auch, dass die nicht despawnen, aber ich finde die da drin nie wieder. Wir machen das. Das ist... Wir haben ja keinen Stress.
Wir haben ja keinen Stress. Dankeschön, New Steady, für die 27 Monate. Und dankeschön, dreckige Seegurke, für die 3 Monate. Jetzt hätte ich auch genügend Zeit, um zu essen, das ist wahr. Ja, und sonst so? Wie geht's euch so? Was macht die Frau, die Kinder, der Ehemann, der Freund? Wie alle weg. Ich meine, es sieht auch echt dramatisch aus, ne? Es sieht ein bisschen aus wie so ein Slow-Motion-Krieger, der in die Schlacht geht. Oh Leute, das klingt ja alles furchtbar mit euren Beziehungen. Honestly, Seka, ich würde mich nicht mal beschweren, weil wir tragen gerade 106,35 Kilogramm. Und wenn ich im echten Leben 106,35 Kilogramm tragen würde, würde ich mich nicht beschweren, wenn ich dann ein bisschen langsamer gehe. Das würde wahrscheinlich eher nicht passieren. Denke ich. Kalle und ich haben am Donnerstag Jahrestag. Ach, Dachsgehege süß. Das ist übrigens der Grund, warum ich am Freitag nicht da bin. Ich bin am Freitag einen Tag auch also ich bin Donnerstag bin ich nicht da und Freitag bin ich auch nicht da die Woche. Wir haben ein bisschen verschoben quasi, weil normalerweise machen wir dann ja eher so Donnerstag, Samstag oder Donnerstag, Sonntag frei. Aber diese Woche haben wir ein bisschen verschoben. Das heißt, diese Woche bin ich Donnerstag und Freitag nicht online. Ihr bekommt aber YouTube-Videos. Gerade Donnerstag und Freitag kommen dieses Mal sehr geile Videos. Also ich möchte nicht zu viel vorne weggreifen. Aber ihr bekommt Donnerstag und Freitag insgesamt 3 Videos zu schauen. Und zwar exklusiven YouTube-Content, den ich extra vorab aufgenommen habe, den es nicht auf Twitch gab. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Und weil Kalle und ich halt Donnerstag und Freitag zusammen Zeit verbringen wegen dem Jahrestag. Samstag bin ich dann wieder online. Und am Sonntag bin ich bei den Jugendspielen bei Bonjwa in Hamburg. Und dann machen wir wieder einen kleinen Vlog, einen kleinen Backstage-Vlog für YouTube. Hallo Bananenbrot. Gut, wir sind fast draußen, Leute. Wir sind fast draußen. Ja, oh, ich häng fest. So, ihr Süßen. Das beantworte ich nicht, Makel. Na, ihr Süßen. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Stream heute. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Stream heute. Ich hatte einen wunderschönen Stream heute. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Es hat wirklich sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Aber ich werde für heute raus sein. Und
Meine Rollo sind schon wieder runtergefallen. Aber morgen kommen die super Hardcore-Klebedinger. Morgen wird das mit richtig viel. Morgen wird das mit richtig viel Hass draufgeklebt. Mit richtig viel Hass. Also mit richtig, richtig. Ich hatte mir extra solche Klebestreifen beim Edeka geholt, aber die waren nicht hart genug. Und das habe ich schon vermutet heute. Ich bin glücklich, dass es heute für den ganzen Stream gehalten hat. Und jetzt habe ich mir auf Amazon so überkrasse Ficker-Klebestreifen besorgt. Also so richtig krasse Überstreifendinger. Solche Dinger, wo du dann danach das Fenster austauschen musst, damit du das wieder runterbekommst. Und das werde ich morgen kleben. Und dann wird das Ding nicht mehr runterbrechen. Ihr wundervollen Menschen, ich bin raus für heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Restabend. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön, dass ihr mit dabei wart heute. Es hat super viel Spaß gemacht. Das war super, super cool. Wir sehen uns morgen wieder. Und zwar sehen wir uns morgen, bevor ihr wegläuft, gebt mir noch 2 Sekunden. Wir sehen uns morgen um 14 Uhr. Okay, das war jetzt doch nicht so spektakulär anders als an den anderen Tagen. Ich war mir nicht mehr hundertprozentig sicher. 14 Uhr morgen, Freunde. 14 Uhr, ab 16 Uhr gibt es Dead by Daylight. Ab 18 Uhr gibt es For Honor. Morgen wird auch ganz entspannt. Wird, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß machen. Ich danke euch sehr fürs Reinschauen heute. Es hat sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön, dass ihr euren Tag mit mir verbracht habt. Ich schicke euch wohin, wo ich euch schon lange nicht mehr hingeschickt habe. Das ist eine ganz, ganz, ganz liebe. Ich schicke euch zu Sally. Richtet ihr ganz, ganz liebe Grüße von mir aus. Seid nett, seid lieb, seid vor allem höflich. Und wir sehen uns morgen wieder um 14 Uhr. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, würde ich mich sehr über einen Follow auf YouTube freuen. Auf einem von meinen beiden YouTube-Channeln. Ich bemühe mich da gerade sehr viel mit sehr, sehr viel unterschiedlichem Content. Cool, dann bin ich jetzt raus. Gute Nacht. Tschüss.